Solarenergie liegt im Trend und so ist es auch 2020 wieder zu einem starken Zubau an Solarenergie, Photovoltaik bei uns in der Region im Oberland gekommen. Mit dem Solarstrompreis möchten wir jedes Jahr als Bürgerstiftung die Kommunen auszeichnen, die den meisten Zubau verzeichnen konnten. Natürlich ist es immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die man vor Ort machen kann. Leider natürlich im Jahr 2021 nicht möglich. Nichtsdestotrotz möchten wir es kurz vor Jahresschluss nicht versäumen, Ihnen natürlich diese Zahlen zu präsentieren. Deswegen schauen wir gleich rein. Wir haben Preisträger aus den vier Landkreisen gesucht und natürlich braucht man dazu Zahlen und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Schauen wir auf die Statistik und wie die ganzen Zahlen entstanden sind für den Solarstrompreis 2020. Und dazu begrüße ich ganz herzlich als Live-Schaltung aus Gelting den Walter Weiß, der ehrenamtlich für uns, für die Energiewende Oberland, diese Daten erhebt. Und jetzt versuchen wir die Schaltung nach Gelting. Hallo Walter. Servus. Schön, dass es klappt, dass du Zeit hast und auch, dass du dir die Zeit wieder genommen hast, die Daten im Oberland zu erheben. Wir sehen es oben schon, 21,6 Megawatt Peak sind installiert worden im Jahr 2020. Was meinst denn du? Wie ist denn diese Zahl einzuordnen? Klingt ja erstmal schon gar nicht so wenig. Ja, sehr erfreulich finde ich, ist, dass wieder viele kleinere Anlagen auf Einzelhäusern gebaut werden. Nicht nur diese gigantischen Freiflächenanlagen, von denen natürlich der Erfolg der Energiewende abhängt, das ist uns allen klar. Aber nach dem wirklich schlimmen Durchhänger im letzten Jahrzehnt stabilisiert sich jetzt wieder das Interesse der einzelnen Hausbesitzer, was ich für eine sehr positive Entwicklung halte. Also sprich, der Mix wird immer ein bisschen deutlicher gerade, oder? Wenn du es ein bisschen vergleichst, 2009, 10, 11 waren ja wirklich die großen Zubaujahre. Wir haben schon darüber gesprochen gehabt, fast 50% von der ganzen installierten Leistung fällt auf diese 4 Jahre. Wie meinst denn du, wie verändert sich der Markt allgemein, der Zubau, wenn du es jetzt mit 2010 und 11 vergleichst vielleicht? 2010, 11, um den Zeit herum, war natürlich aufgrund der großen Einspeisevergütung die Euphorie einfach da. Da sind die großen Anlagen auf Gewerbegebäuden und Bauernhöfen gebaut worden. Und dann aufgrund natürlich der hohen Kosten, die auch daraus entstehen werden, hat man irgendwo versucht, den Stecker rauszuziehen und hat das leider übertrieben, sodass also die Neubau in Mitte des vorigen Jahrzehnts ja fast komplett zusammengebrochen ist. Und jetzt haben wir auf einem sehr vernünftigen Weg einen Zubauumfang, der für die ganzen Umlagen bezahlbar ist und trotzdem die Energiewende voranbringt. Mhm. Wer die Energiewende vorangebracht hat, das ist natürlich auch Thema mit diesem Solarstrompreis, den wir vergeben. Und schauen wir vielleicht ganz kurz, du hast ja auch die Daten sehr, sehr präzise ausgewertet. Wenn wir auf die Top 20 Gemeinden im Oberland mal kurz draufschauen, und wir nehmen natürlich schon jetzt ein bisschen vorweg, wer die Preisträger sind, aber trotzdem noch dazu später mehr. Sieht man ja schon ganz deutlich, dass es so ein bisschen die ersten 4, ja, glaube ich, waren sehr, sehr stark unterwegs. Und was ist denn da für ein Grund zu erkennen, deiner Ansicht nach? Ja, da muss man ganz klar sagen, das sind die großen, die zum Teil riesigen Freiflächenanlagen, die da gebaut wurden. Das schlägt dadurch, also wer die größten Freiflächenanlagen in einem Jahr auf seinem Gemeindegebiet hat, der hat auch den größten Zubau, wobei da natürlich auch immer der Gemeinderat dahinter stehen muss. Man muss dem Gemeinderat gratulieren, dass die da trotz manchmal erheblicher Widerstände einfach sagen, das brauchen wir jetzt und deswegen machen wir das jetzt. Und da muss man den Gemeinden, die da ganz vorne sind, zu ihrem Gemeinderat und ihren Bürgermeistern gratulieren. Das gehen wir so weiter. Wir sind ja gleich mit den Bürgermeistern zusammengeschalten. Auch interessant ist vielleicht, da noch rechts zu sehen, dass diese Top 20 ca. 60% des gesamten Zubaus im Jahr 2020
ja, bei sich verzeichnen können. Ist natürlich schon so ein bisschen die Theorie dahinter, wenn schon eine Solaranlage da ist, ist die Verlockung größer oder die vielleicht auch die Sorge geringer, dass das eine falsche Investition ist. Wie siehst du das? Wachsen Solaranlagen wie Schwammerl beieinander auf dem Haufen? Nach meiner Erfahrung ja. Also ich habe persönlich in einem Gewerbegebiet 2004 die erste Anlage gebaut und alle haben gelacht, du mit deinen komischen Platten. Aber ich sage, wie sie dann meine Abrechnungen gesehen haben, da haben sie nicht mehr gelacht, sondern haben rundherum auf sämtlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen gebaut. Das heißt, wenn ein gut funktionierendes Beispiel da ist und alle sehen es, dann schlagen die anderen auch zu. Und das ist auch sehr gut so. Von dem her ist auch die Idee natürlich des Solarstrompreises, weiter Werbung für das Thema Solarenergie zu machen. Und da werden wir natürlich nicht locker lassen. Vielen Dank schon mal, Walter, fürs Auswerten der Daten. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr, was wir analysieren könnten. Vielleicht schaffen wir es mal, dass ein separates Video einfach zum Thema Trends im Solarbereich zusammengeht. Vielen Dank nochmal, Walter, und an Ja, die gerne. Schaltung nach Gelting. Vielen Dank. Ciao, Ja, Servus. gerne. Ja, und jetzt kommen wir zu den Preisträgern des Solarstrompreises 2020. Und als erstes ist mir da zugeschalten der Bürgermeister aus der Marktgemeinde Peißenberg, weil Peißenberg hat den zweiten Platz beim Solarstrompreis gewonnen. Und jetzt versuche ich mal die Schaltung. Schauen wir mal, ob es klappt. Hallo, Herr Bürgermeister Zellner. Ja, hallo Herr Drechselmeier, grüß Sie. Schön, dass es klappt. Grüße nach Peißenberg an dieser Stelle aus Penzberg. Schade, dass wir nicht vor Ort natürlich diesen Solarstrompreis übergeben können. Aber jetzt auf diesem Weg schon mal Gratulation nach Peißenberg zu diesem tollen Erfolg im Jahr 2020. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr in Peißenberg über die Auszeichnung und natürlich darüber, dass wir diesen Zubau an Kapazitäten in den Photovoltaikanlagen im Jahr 2020 erreicht haben. Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben, an die Energiegenossenschaft mit den Gemeindewerken, die den ersten Teil der Freiflächen-Photovoltaikanlage an den Start gebracht haben und natürlich an unsere Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer in Peißenberg mit den weiteren Anlagen. Insgesamt waren jetzt ja 41 Anlagen in Peißenberg, die uns hier auf den zweiten Platz katapultiert haben und darum freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank. Peißenberg ist ja wirklich 2020 jetzt mit dem Solarstrompreis und 2021 haben Sie noch einen bei einem Bundeswettbewerb mit der Kläranlage mitgemacht. Auch ein großer Stromverbraucher natürlich in der Kommune. Herr Zellner, können Sie da noch ganz kurz berichten, weil es natürlich auch was sehr, sehr Besonderes, so eine Auszeichnung zu erhalten. Ja, das ist so. Wir haben die Auszeichnung erhalten beim Wettbewerb Klimaaktive Kommune 2021. Es geht um unsere energieautarke Kläranlage, in der wir zu 70% den Wärmebedarf und zu 100% den Strom selbst nachhaltig erzeugen. Und mit dem Leuchtturmprojekt wurden wir ausgezeichnet. Sie sehen, Klimaschutz in Peißenberg hat eine hohe Priorität, ein wichtiges Thema. Wir werden uns auch im Rathaus verstärken, noch mit einem Klimamanager, der uns berät bei Klimaanpassungsfragen und beim Klimamanagement allgemein. Wir nehmen teil am Klimafrühling, arbeiten gerade auch an einem guten öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben den kostenlosen Ortsbus hier in Peißenberg für ein Projekt von einem Jahr am Laufen und ja, wollen weiter uns für unser Klima engagieren. Herr Zellner, vielen Dank. Der Pokal ist per Post zu Ihnen unterwegs. Jede Gemeinde kriegt ja einen Pokal, gerne am Schreibtisch aufstellen, gerne weitergeben. Kann auch ein Wanderpokal sein. Wir werden auch 2021 und die nächsten Jahre wieder nachschauen, wie es mit Solarzubau ausschaut. Und ich glaube, da ist ja auch Peißenberg immer ein heißer Kandidat für den Solarstrompreis. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Gratulation nochmal nach Peißenberg. Und genau, machen Sie es gut. Bis jetzt schon mal dann schöne Feiertage, falls wir uns nicht mehr hören. Vielen Dank, Ihnen auch. Alles Gute. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wer den ersten Platz im Jahr 2020 beim Solarstrompreis der Energiewende Oberland erreicht hat. Und es ist ta-ta-ta-ta, die Stadt Weilheim. Und da begrüße ich jetzt ganz herzlich den Bürgermeister Loth, der uns live aus Weilheim zugeschaltet ist. Hallo, Herr Loth. Hallo, Herr Drechselmeier, grüß Ihnen. Erstmal natürlich Gratulation. Die Stadt Weilheim ist ja schon mehrfach ausgezeichnet worden, hat sich auch schon mehrfach diesen Preis gesichert. Dieses Mal 2020 ist es der erste Platz geworden. Was meinen Sie, was ist das Geheimrezept der Stadt Weilheim? Warum liegt die Stadt immer so weit vorn beim Solarstrompreis?
Also zuerst einmal möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass wir den ersten Platz bekommen. 2013 haben wir ja den zweiten Platz bekommen und 2019 den dritten Platz und jetzt 2021 den ersten Platz. Das ist natürlich schon ganz toll. Ein Geheimrezept gibt es dafür nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, an der regen Bautätigkeit und die Anzahl der neu erstellten PV-Anlagen. Offensichtlich legen die Weilheimer Bauherren sehr viel Wert auf nachhaltig produzierten Strom. Und Sie wissen ja, die Stadt Weilheim hat ja eine Klimamanagerin eingestellt. Und wir sind zu diesem Thema eigentlich schon sehr affin und wollen auch von Seiten der Stadt schon eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen. Wir Absolut. erstellen jetzt einen Klimanutzungsplan, also wo wir halt bis 2035 klimaneutral sein wollen. Und dazu müssen wir schon noch einige Aktivitäten starten. Ja, die Stadt erstellt eben dieses Energiekonzept gerade. Solarenergie wird natürlich auch eine große Rolle spielen. Also klar, die Zubauerzahlen freuen uns auf der einen Seite. Im ganzen Oberland sind über 20 Megawatt zugebaut worden. Auf der anderen Seite sehen wir schon, es reicht heute halt noch nicht ganz. Wie meinen Sie denn, wie kann auch eine Stadt oder wie kann eine Stadt da wirklich anschieben, um den Anteil der Erneuerbaren nochmal im Stadtgebiet zu erhöhen? Naja, aufgrund der geografischen Lage spielt bei uns einfach die Solarstromproduktion die größte Rolle. Wasserkraft und Windkraft ist bei uns von untergeordneter Bedeutung. Das heißt, wir legen auch nach wie vor ein starkes Augenmerk, dass Weilheims Dächer mit PV-Anlagen ausgestattet werden, egal ob es jetzt öffentliche Dächer sind, ob es Dächer der Firmen sind oder Privatdächer. Jeder Bauwillige oder Interessent kann ja auf dem Online-Portal auf der Homepage des Landratsamtes ja nachschauen, ob sein Grundstück oder sein Gebäude für solche Solarnutzungen geeignet ist. Und ich denke, da wollen wir schon aktiv sein und auch die Menschen und die Bürger motivieren, dass sie auch solche Anlagen installieren. Was auf jeden Fall ein toller Aspekt ist, PV-Anlagen sind nämlich ansteckend. Und zwar, wenn der Nachbar eine hat, überlege ich es mir auch schnell, eine Anlage zu bauen. Das sehen wir immer wieder, dass die Anlagen auf einem Fleck beieinander oft sind. Deswegen haben Sie sehr, sehr gute Ausgangslage natürlich für den zukünftigen Ausbau. Ich sage vielen Dank, nochmal Gratulation nach Weilheim, Herr Loth. Und natürlich hoffen wir, dass auch im nächsten Jahr die Stadt wieder weiter fleißig Solaranlagen zubaut. Vielen Dank, Herr Loth. Da machen wir mit, gerne. Danke. Soweit die Aufzeichnungen natürlich, die wir in der letzten Woche alle machen haben können. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Nochmal vielen Dank an den Walter Weiß für die Datengrundlage. Der dritte Preis, der geht an die Gemeinde Uffing. Da ist es leider terminlich nicht mehr gelungen, aber auch da geht ein Pokal stellvertretend an den Bürgermeister für alle, die Solaranlagen im Jahr 2020 zugebaut haben. Wie das Rennen im Jahr 2021 ausgeht, das werden wir in Kürze sehen. Spannend ist natürlich da immer der Dezember, da gehen noch viele Anlagen ans Netz. Und deswegen blicken wir gespannt aufs nächste Jahr. Ansonsten sagen wir erstmal vielen Dank für die treue Zuschauerschaft im Jahr 2021 und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2022. Wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder auf der anderen Seite. Bis dahin alles Gute und vielen Dank. Ciao.